Das hast du Durst, ehrlich? Na gut, war das für ihn schon Durst. Ich kann mir vorstellen, von hier hinten hätten wir vielleicht einen ganz guten Blick. Eingefrorene Zombies heißt immer, dass da kein Spieler ist. Ja, wir haben die ja runterlaufen sehen. Oh, sieht da schön flackerig aus. Ja. Haben die sich ausgelockt? Weil wenn hier Spieler wären, würden sich die Zombies bewegen. Aber wir haben die doch gesehen. Das waren zwei Spieler mit Helm. Schön pixelig. Ja, mein Magen grummelt auch. Ich habe heute noch nichts gegessen, noch gar nichts. Ist nicht gut. Ich krieg nämlich ein bisschen Bauchweh. Okay, seht ihr, der Zombie bewegt sich. Der Zombie bewegt sich auch jetzt. Dürfte aber nicht an uns liegen. Und das meine ich, guck mal, sowas hier. Jetzt haben wir so einen verwaschenen Boden, aber eine scharfe Figur. Und genauso sind wir auch sichtbar. Das heißt, du musst ein paar Bäume haben, die versuchen, dich ein bisschen zu schützen. Aber das ist ein Grafikaufbau, der für so ein Spiel, was wir hier spielen, eigentlich inakzeptabel ist. Ich hätte auch gerne die anderen Zombies noch wieder gesehen. Okay, die bewegen sich jetzt auch. Ich weiß nicht, ob das an uns liegt. Kann natürlich sein. Wir sind ja minimals dichter gekommen. Oder ob das andere Spieler, wie gesagt, aus dem Wald sind. Die laufen ja mal alle von hier oben runter. Gott, wo sind die denn hin? Also wir hatten sie gesehen. Zwei Spieler waren es mindestens. Deswegen, da ist der Weg. Da wären wir sonst rausgekommen. Und da ist einer. Der rennt. Und hinter ihn eingeschlagen.
Habe ich nicht die Munition mehr auf 7? Alles klar, Herr Kommissar. Das weiß ich leider nicht, wo der nette Herr hin ist. Einen Helm hatte er schon auf, einen orangen großen Rucksack, ein Mountainbackpack. Das Problem ist, dass es seine Chance uns zum Laufen, wenn er sowas wollen würde. Mir ist aufgefallen, die meisten Leute erkennt man daran, dass sie sich bewegen. Also die Bewegung sieht man. Wahrscheinlich lockt er sich aus. Wenn der nichts hat, würde ich es an seiner Stelle machen. Es gibt genug andere Server. Der ist eben halt hier noch reingegangen. Na, war weg. Zumindest bei mir, weil... Nein, er probiert es wieder. Da. Immer eine geladene Waffe. Gut, dass wir noch einen Apfel dabei haben und da ist ja auch Wasser drin. Ja. Und du? Könnten die ihn ja versuchen, jagen zu gehen. Die Frage ist, wie bewegt er sich hier in dem Wald drinne? Wenn er geschickt ist, läuft er so, läuft hier unten mit einer Pistole rum und holt uns von hinten. Aber ich glaube, so geschickt ist er nicht. Machen wir 350, die schöne Mitte. Ist er nicht.
Daisy ist ein Wartespiel. Mit viel Geduld. Das Problem ist, wenn ich in Jagen gehe, verrate ich gleichzeitig, wo ich bin. Das ist immer ein Nachteil. Wenn er das nicht schon weiß. Ja, man erkennt hier die Leute leider so gut. Ich glaube, mit einem kompletten Ghillie, ja, dann darf man ja keinen Rucksack haben. Aber mit einem kompletten Ghillie könnte man das hier natürlich, wenn man ruhig liegen bleibt, hier ganz gut machen. Ja, alleine ist das ein bisschen langweilig hier, muss ich zugeben. Weil dann könnte ja nämlich der eine jetzt die Sachen saven und der andere geht mal ein bisschen hinterher. Aber da ich sowieso mega Hunger habe, das habe ich leider schon angeschnitten, das Thema, muss ich mir gleich erstmal was zu essen machen, das geht leider nicht mehr. Muss ich einen kleinen Cut für euch setzen. Ich hoffe, das ist von der Zeit auch okay. Ich gucke gleich mal nach. Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier tatsächlich schon... Oh ja, 1,5 Stunden? Sollte, glaube ich, ganz okay sein, oder? Eigentlich müssten wir noch 10 Minuten, dann könnte ich einen 20-Minuten-Takt aufnehmen. Aber komm, 10 Minuten mache ich noch. Ich sage, wenn der Herr clever ist, dann lockt er sich ja aus und geht auf einen anderen Server. Vielleicht auf einen leeren Server sogar. Und dann warst du noch so ein weiteres Problem bei Daisy. Also du kannst halt von leeren und auf volle Server gehen, so wie du möchtest. Und kannst damit das Risiko maximieren oder minimieren. Ist hier so ein bisschen freigehalten, was ja eigentlich ganz nett ist, aber zum Looten ist das halt... Hast halt Action auf den vollen und wenn du angekommen bist, gehst du auf den leeren. Wahrscheinlich sterben wir jetzt in den letzten 10 Minuten. Ja, der läuft doch nicht in die Basis, ne? Ich frag mich, ob der uns sucht. Bisschen schwerer zu sehen. Für die anderen hoffentlich auch. Glaubt ihr, der hat sich ausgelockt? Oder glaubt ihr, der ist noch da? Aber wo sind die anderen beiden Fritten hin? Das war ja nicht der Einzige. Das war ja ein Neuling, der hier angekommen ist. Wo sind die anderen beiden hin? Ah, der muss noch da sein. Die Zombies bewegen sich ja auch noch. Und wir wissen ja aus
Von uns, als wir hier waren, von uns aus bewegen sie sich nicht. Ich habe Angst, dass er mir in den Rücken reinhaut, schlägt. Ich frage mich gerade, warum ein Roaming ab? Schön, dass die Blume jetzt, die Pflanze wieder hochgeht. Da hinten ist er. Kämpft gerade mit einem Zombie. Okay, der ist in der Basis. Und selbst er wird jetzt ja nicht weiter beschossen. Er hat auf jeden Fall eine Rack gefunden. Seht ihr ihn wieder? Ich nicht. Ich habe ihn eben nur halt gegen den Zombie da gesehen. Ich überlege gerade, ob wir bald wieder losziehen, weiterziehen, in den Norden weiter rein. Natürlich, nachdem ich hier die Aufnahme beendet habe. Schön wieder Panzer links übrigens. Seht ihr das links? So Mitte, Höhe, da, bei den Containern, bei den Grünen. Nicht mal Reifen hatte auf die Distanz. Aber ich glaube, das machen die meisten Spiele. Ich glaube, DayZ ist tatsächlich, was diese... Guck mal hier, wie weit man gucken kann, was das hier angeht. Tatsächlich mit einer, der schon mit am besten. Nicht das Beste, würde ich glaube ich nicht mal sagen, aber mit am besten Spiele. Da ist der hier. Ich denke mal beim Knacken, dass hier einer bei mir ist, der hier so ein Ästchen tritt, aber so gut ist DayZ nicht. Das war ein Zombie. Aber er macht genau das Richtige. Er ist hier hingelaufen, hat unterwegs gelootet, so die Städte eben halt ein bisschen gelootet, hat sich einen großen Rucksack gefunden. Das ist schon mal ganz geil, wenn du herkommst. Du kannst zwar hier auch einen Rucksack finden, aber du solltest schon mit einem großen herkommen, vielleicht nicht orange. Und dann lootet der sich hier voll. Reicht, um zumindest um kampffähig zu werden. Ja, okay. Wir scheißen jetzt einfach mal auf den. Ich mache mich jetzt mal hier auslockbereit. Aber interessant, dass wir keine Winchester gefunden haben. Ich nehme mal lieber die andere in die Hand. Ah, so geht. Falls er die abwirft, dann ist die wenigstens nur weg und nicht die Waffe. Darum geht es mir einfach nur. Gut, wir sind jetzt nicht ganz auf Stunde 40, damit ich das mit gut 20 Minuten Takte teilen kann. Trotz allem hoffe ich natürlich, es hat euch gefreut. Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Wie gesagt, was wir jetzt hier machen, ist tatsächlich DayZ. Man darf das nicht vergessen, das ist DayZ. Die meisten denken immer mega Action und so, die sehen ja meist auch nur Zusammenschnitte. Das sehe ich ja ganz oft auch bei anderen großen YouTubern. Aber wenn man DayZ als 1 zeigt, ist es genau das, was wir jetzt machen und nicht nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das ist es nicht. Das ist es wirklich nicht. Das war es noch. In den früheren Folgen könnt ihr gerne bei mir reingucken in Tscherno. Aber das jetzige, der sieht, ist es momentan nicht. Na gut, trotzdem vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich hoffe, dass wir uns dann natürlich auch in einer nächsten Folge
hier wiedersehen in unserem Tagebuch. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.